So, also hier die Veränderung an Lummerland. Auf der rechten Seite ist der Prellbock nur angedeutet. Die Hölzer gehen bis ganz tief in den Sandboden. Here on this side the bumper is only half or third of a bumper and the wood goes very deep into the sandy ground. On the other side, we have another construction. Here it's stone, not finished yet. There is a highlight missing and some sand to add here in the flat areas. So. Hier ist also die Konstruktion ganz anders. Da ist gewachsener Fels. Da steht der Prellbock und die Gleise ganz sicher auf. Da muss nicht so tief gegründet werden. Neu ist auch das Schirting an der H0-Anlage. The Schirting at the HO layout is new, not completed yet. But that will follow in the next days. Und hier haben wir die nächste Baustelle. Und zwar habe ich den Lokschuppen ein Stück versetzt. Ist jetzt auch nur provisorisch. Und da kamen ein paar Reste, die mir beim Bauen vom Straßenbahndepot übrig geblieben sind, also Gleisreste. Die konnte ich hier verwenden. Okay, this is the next project, the engine shed for the diesel engines. I moved it a bit, and some old track that remained from the building of the tramway depot I could use here. I also removed the servos operating the doors because the system broke down and I didn't want to install it new or however. Now it's a shed without operating doors. So, der Anlass, warum ich angefangen habe, hier umzubauen, war eigentlich, dass die Servos ausgefallen sind oder die Steuerung der Servos. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe mir es auch nicht genauer angeschaut. Jedenfalls mit den Servos, die auf einmal nicht mehr funktioniert haben, fing alles an. Überlegt, was kann man hier machen. Und so ist eben der Lokschuppen noch ein Stückchen nach unten gerutscht. Das gibt dann insgesamt etwas mehr Platz im Gleisvorfeld. Wir können dann noch ein paar mehr Dieselloks hier gewartet werden oder einfach nur geparkt werden. So, und hier ist nochmal ein Blick auf das Straßenbahndepot. Da habe ich hier vorne die Gleise abgeschnitten, weil sie zu lang waren, und diese Reststücke, die finden jetzt im diesen Lokschuppen Verwendung. That's a view to my tramway layout or tramway diorama. And here at this point I cut the tracks and these pieces I could now use for the diesel engine. And the space for the movement of the diesel shed I could realize by moving the crane shed here to the shelf. And okay, it's not so a highlight on the layout. It's okay to have it here. Also den Platz geschaffen für den
Verschieben vom Dieselokschuppen habe ich, indem ich den Schuppen von den Mobilkranen hier nach oben aufs Regal gestellt habe. Gleich 4 Kräne noch dazu. Und wir sind ja hier schon in bester Gesellschaft. Der Riesenkran ist hier, dann 2 weitere hier neben und hier unten noch der Portalkran. Also das macht sich eigentlich ganz gut hier. Okay, soweit die Neuigkeiten. Und wenn es klappt, dann kommt zum Schluss nochmal als Takeout sozusagen das erste Fahrvideo vom Garten. And if I will be able to realize, you will see as a takeout perhaps the first operating video from the garden layout for this year, of course.